Gedacht. Oh, Inge kommt. Inge kommt. Es wird eine Zeit für Inge. Ja, hast recht. Oh, wo verstecke ich mich denn? Wo verstecke ich mich denn? Was, Kidman? Woher kennt Inge denn meinen Namen? Hallo? Gerade hat Franzi noch von gesprochen und schon ist Inge da. Das Spiel hat mir gar nicht gefallen. Das DLC sieht echt gut aus. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir auch, wie gesagt. Also ich bin sehr überrascht, welchen Weg das DLC geht. Das ist doch sehr, sehr geil. Viel mehr Atmosphäre, viel mehr Horror, viel mehr Schleichen, viel mehr Taschenlampe und so, so wie ein Horrorspiel sein soll. Und das Hauptspiel, das war ja echt, boah, Hauptsache durch. Warum sieht man das Gesicht nie? Das ist der White Face Man, habe ich das Gefühl. Inge? Alle pinkeln in die Rinne, nur nicht Inge, die sitzt drinne. Boah, ist das fies gerade hier alles. Klick, 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 klick. Kannst du nachts noch schlafen, nachdem du braunen, was, braun? Geflachtes Wasser getrunken hast? Wasser aus der braunen Flasche getrunken, aber mir nachts noch schlafen kann? Ja, natürlich, kann ich. Oh mein Gott, 20 Zuschauer, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der da ist. Es ist echt wirklich vielen, vielen Dank. Naja, mal probieren, ne? Kann ja nicht verkehrt sein, ne? Hallo? Ach, die ist dahinter, die Tür. Ach so. Ja, den Mann mir ohne Gesicht. Hä? Geh weg! Geh weg! Was? Alter! Hör auf mit der Scheiße! Die sah ein bisschen aus wie Alma von 4. Das kleine zahnlose Mädchen. So. Ja, der Mann ohne Gesicht, das ist der White Face Man. Oh, Gott sei Dank. Autorisiertes Personal only, steht da wieder drauf. Ja, wusste ich doch. Ich kann das schon auswendig. Ja, wie Slender aussieht, ja. Das habe ich auch. Ich habe keine Ahnung, warum man den nicht... Das war aus dem Hauptspiel. Da haben wir nämlich gerade unseren netten Joseph gefunden. Diesen Kack-Joseph, der uns immer im Weg stand. Unser Joseph. Hä? Da war Leslie vorhin. Ja, genau. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Okay. Also waren wir doch im Hauptspiel auch schon hier, nur wir haben das gar nicht so gesehen. Wir wollen die Inge sehen, wir wollen die Inge sehen. Obwohl die Olle auch sehr sympathisch ausschaut, das stimmt. Ich habe noch nicht mal eine PlayStation 4. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Biometrieabteilung. Ja, da sind wir ja schon direkt auf dem Weg hin, so wie es ausschaut. Ah ja. Also mal wirklich ein ganz großes Lob an die Entwickler, also dass sie doch nochmal so einen Weg einschlagen, muss ich sagen, Hut ab, doch. Sehr geil. Hello, man! Roman, ich grüße dich. Roman, ne? Roman, hi. Sexy Beine hat sie ja schon, das stimmt wohl. I'm sexy and I know it. Ja, oh wie süß, komm mal, Mimi. Na du? Hey! Miau! Warum hat die nur so rote Augen? Die wird uns bestimmt irgendwann angreifen, habe ich das Gefühl. Flexi, wie lange machst du heute? Ich denke mal so gegen 12. Bis 12 Uhr, denke ich mal, wird es heute gehen. Und dann werden wir morgen dann... Ja?
Nach 22, also 22 Uhr wird es dann wahrscheinlich weitergehen mit... Ja. Oh, kleine Mimi. Wen nennen wir denn eigentlich die Katze? Haben wir für die Katze eigentlich schon einen Namen ausgesucht? Guck mal, wer hier übrigens sitzt. Seht ihr ihn hier? Hey. Wow. Ist übrigens meine Speicherkatze. Ja, da kann ich auch immer speichern. Auch immer, wenn ich so mache, so... Ne? Ja, ne? Kann ich auch mein Spiel immer, mein Real-Life-Spiel kann ich dann immer speichern, ne? Ja, ja, so. Game gesaved. So, wie nennen wir die denn hier? Die? Ja. Muschi. Muschi. Hallo HSV-Fan und Prost, willkommen zur Let's Play Live-Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Meine Augen fallen schon zu, aber muss den Stream zusehen, ja. Was? Hä? Was für ein Linkmann? Achso. Katze. Musi. Musi oder Muschi? Muschi. Die Katze nennen wir Muschi. Roger ist auch ein cooler Name. Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für ihre Mission ohne Belang. Das ist der G-Man. Wissen Sie, was zu tun ist. Snowball. Snowball Sie oder... Sie finden und zurückbringen. Nur das zählt. Snowball oder Roger? Wie wär's mit Roger Ball? Finde ich eine gute Kombination. Dann können wir nämlich beide Namen nehmen. Roger Ball. Unser kleiner Roger Ball. Zwecks Schleife. Was hat sie in deiner Hand? Hä? Bitte Subjekt, Gesichts-, Hand- und Neuralprofil erstellen lassen. Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Nein, glaube ich auch nicht. Das ist aber eine Mädchenkatze. Ist mir doch egal. Pupskater. Ich höre irgendwas. Und nein, ich habe nicht gepupst. Muss ich auch mal wieder machen, Papas Bilder im Übrigen, wenn ich das gerade so sehe. Julie? Hoi. Ist das eine Sicherheitskamera? Ja, ist es. Okay. Hubschrauber. Fällt dir aber früher ein, dass dir keiner helfen wird. Ja, das stimmt auch. Da hast du vollkommen recht. Also, es ist echt fantastisch. Also, ich habe echt... Okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Das sieht ein bisschen kaputt aus, weil da die Kabel raushängen. Yep. Wie gesagt, schade, dass man die Balken nicht entfernen kann. Auf dem PC geht es ja durch ein Patch. Okay, da hätten wir dann wahrscheinlich dadurch gekonnt, durch den Schacht. Ich traue den Braten hier manchmal nicht mit den Leichen. Inge, da ist die Inge. Ob Inge auch so ein Profil erstellt hat? Man weiß es nicht. Was? 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 Wo? 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 Savine. Wir können die Katze auch Dreamy nennen.
Ja, genau, Dreamy. Wenn wir hier fertig sind mit dem Ganzen, kommt irgendwas. Ich sehe es schon kommen. Was ist das denn? Kampfprofil erstellt. Bitte Neuralprofil erstellen, um Autorisierung abzuschließen. Voll der Gabberklaus. Kommt jetzt hier lang der andere? Hören die einen nur? Kann. Ja, ich glaube auch, dass es blind ist. Ich glaube, es hört einen nur. Kann das sein? Ciao. La 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 la. Oh nee. So. Ja, willkommen zu Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Ey, es wird gespeichert, cool. War schon mal geil. Ich bleib trotzdem mal in Deckung. Man weiß ja nicht, was kommt. Gabberkläuse. Voll die Gabberkläuse. So. Schön, dass ihr alle da seid, jeden Freitag und Samstag. Ab 20 Uhr gibt's die Let's Play Live Show. Ja, macht doch noch mehr Krach. Das gibt's nicht. Boah, du bist voll die Heldin, weißt du, im Sport nicht aufgepasst und in der Schule sowieso nicht. Sagt gerade noch, vielleicht ist es blind. Aber eine Leiter runtertreten, das kann sie. Das. Ich glaube, Vera macht gerade Mittag. Was wird aus Silent Hill nach, nach Mist mit, was? Nach Mist mit Konami und Kojima. Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß es auch noch nicht. Leicht deformiert, die Herren. Aber so passen perfekt durch Inge, ja. Komme ich daran vorbei? Ich glaube nicht, ne? Bah, wer denkt sich denn sowas aus, bitte? Da kommen wir aber anscheinend nicht weiter. Da ist eine Sackgasse, ne? Kommen wir denn da irgendwo hin? Nee. Bah. Ich würde gerne mal versuchen, bei dem hier vorbeizugehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das klappt nicht. Hallo? Hallo? Okay. Ich versuch's mal. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Doch, das funktioniert. Ja, 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 Gegner anlocken. Ja, 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 ja. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Das Problem ist nur, dass wir noch hier noch einen anderen haben, der so ein bisschen Patrouille läuft. Da ist eine Leiter da hinten. Ich würde den gerne. Warum gibt es in diesem Spiel bloß keinen Nylon-Fetischen? Ja. Unser Nyli. Warte mal, ich versuche mal zu rufen. Ach, hier kann ich mich nie ducken. Ah, okay. Decken. Ducken, decken, ducken, ducken, decken. Ich nehme mir erstmal so einen Bauarbeiterhelm. Damit bin ich bestimmt safe. Ah, guck mal hier. Ja, was ein geiles Minigame. Da habe ich jetzt auch voll die Zeit für.
Boah, solche Rätsel habe ich früher immer gehasst in Horrorspielen. Ah, Mann, Mist. Das ist voll assi. Zuschauer. Ja, vielen, vielen Dank an alle Zuschauer, die da sind. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Naja, fast richtig. Aber nur fast. Hat einer vielleicht eine Idee oder so? Sowas hätte ich mir echt auch im Hauptspiel gewünscht, solche Rätsel. Ja, und jetzt? Ach so, ich muss alle anmachen. Und ich versuche alle auszumachen. Ja, ich bin ja ein Held. Ich bin ein Held, der die Eier ins Feuer hält. Ja, super. Toll, ich habe mich jetzt schon so gefreut. Warte mal. Nee. Das gibt's doch gar nicht. Es ist nicht einfach. Es ist gar nicht einfach. Aber durchs wilde Rumklicken irgendwann funktioniert's. Hallo Painkiller, willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen zum DLC von The Evil Within. Das gibt's doch nicht, ey. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und wie du siehst, sind wir gerade ein bisschen am Rätseln. Und ich habe keine Ahnung, was ich tue, ob ich das Richtige mache gerade hier oder... Aber auch verdammt knifflig alles irgendwie. Endlich Twitch und PSN-Passwörter geändert. Ja, Glückwunsch. Sollte man ja auch tun nach den ganzen Debakel von Twitch letztens. Mit den Cyberangriffen. Na toll, für ein dämliches Brieffragment popel ich mir da voll ein ab, oder was? Oh.
Goelix, wie findest du Bloodborne? Richtig geil. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich habe mich verliebt in dieses Spiel. Was haben wir denn hier? Oh, eine Flasche. Das ist gut. Flasche ist immer gut. So, Prost zusammen. Ich finde Bloodborne sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Gameplay. Sehr, sehr geile Grafik. Gabakläuse, Gabakläuse. Wo seid ihr, ihr Gabakläuse? So, den versuchen wir mal abzulenken da. Den wir mal die Flasche da hinten hinwerfen. Los, kletter da durch. Los, Zuckerarsch. Los, Zuckerarsch. Ja, geh doch da rein. Ah, wo muss ich hin? Hä? Ach so. Ein Speicherpunkt. Juhu. Wurf. Hast du den Vorgänger auch schon gespielt? Ja, den habe ich letzt... Den Vorgänger habe ich let's played. Kann man sich anschauen auf meinem... Ach so. Nein, 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 nein. Oh, das ist aber mies. Den kann man sich ansehen auf meinem YouTube-Channel. Toll, ey. Ja, das war es nicht wert. Auf jeden Fall, Franzi. Das ist echt, das gibt's gar nicht. Hey, jetzt funktionieren die Zuschauerzahlen wieder, oder wie? Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ihr seid die geilsten. Vielen, vielen Dank. Jetzt, 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 jetzt. Nein, 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 nein. Wo soll ich denn hin? Der macht doch voll den riesen Bogen. Oh, ich muss da raus bestimmt, ne? Oder? Hä? Ich folge ihm einfach mal hier. Oh, nee, Oh, jetzt bin ich in der Zwickmühle. Das ist scheiße. Das ist echt mies. Komm, 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 komm. Und jetzt? Hä? Hier rauf vielleicht? Kann das sein? Ja, ich zermatsch dich! Ja! So. Da ist ein Gabaklaus von uns gegangen. Da ist aber viel... Ah, da ist eine Flasche. Eine Flasche. Die nehmen wir doch mit. Mal gucken, wie intelligent sie sie jetzt wirft. Mal schauen. Ja, das hätte ich auch gekonnt. Ja, super. Ganz toll. Ganz toll. Der kommt jetzt bestimmt hier rein, ne? Ja, natürlich. Komm, zermatsch ihn. Oh, schade. Das hätte ich jetzt gerne gesehen. Bin ich ganz ehrlich. Stell dir mal den Gabaklaus unter der Inge vor. Ich habe gedacht, wir sterben jetzt. Was ist gemein gerade alles irgendwie? Was für komische Geräusche der macht. Ciao. Gabaklaus, oh Gabaklaus, wieso stehst du immer vor dem Haus? Gabaklaus, oh Gabaklaus. Los, 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 los. Oh, Gott sei Dank. Und jetzt? Was muss ich...
Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Da ist eine Leiter, aber... Wieso kann ich hier nicht klettern? Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Geh weg. Geh weg, Kammer Klaus. Geh weg. Du bist so hässlich. Geh weg. Wie soll man denn... Wir müssen da an die Leiter, aber wie soll ich... Hä? Die logische Idee ist doch jetzt hier, dass man jetzt hier raufklettert, aber ich kann doch... Hä? Ah. Ich muss X drücken. Bis auf wir, die das sehen müssen, ja, ich glaube auch. Was? Was war das? Hä? Wie rot? Hä? Kannst du mir was über Bloodborne Core Mode was sagen? Ich überlege es zu bestellen. Ich habe den Core Modus noch nicht gespielt. Ich habe den Core Modus selber noch gar nicht ausprobiert. Ich kann dir nicht sagen, wie der ist. Weiß ich nicht. Aber trotzdem ist es ein geiles Spiel. Ich könnte mir echt vorstellen, wenn man vielleicht nicht weiterkommt, dass es im Koop dann wesentlich einfacher ist. Aber so ist es ein sehr, sehr geiles Game. Gui, CWB, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön. Verweigerung. Das ergibt keinen Sinn. Egal, jetzt müsste ich die Türen aufbekommen. Hast du mal Dark Souls gespielt? Nein, von den From Software-Machern für mich das erste Spiel. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so einer, der so, ja, so Ritter-Setting und sowas mag. Deswegen ist für mich auch das Spiel interessanter gewesen, weil ich werde mir auch nicht Dark Souls-Spiele holen. Weil ich dieses Geister und dieses Kreaturen da, das mag ich voll. Das ist echt meine Welt. Und... Mein Gott, ist das gerade spannend. Und wir haben einen Save-Punkt. Ich höre irgendwas. Sollten wir vielleicht durch den Schacht gehen, oder... Jetzt kommt doch bestimmt Inge. Die böse Inge. Die pinkelt in die Rinne. Fahrstuhl? Ciao! La 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 la. Zuckerarsch! Der kommt doch nicht hier rein, oder? So wie das Alien? Bei Alien Isolation? Info, wo bist du? Wie, wo bin ich? Wie, wo bin ich? Ich bin hier. Oh nein, das ist auch noch... Oh, wo bist du, Inge? Der soll weggehen. Guck, wie guckt. Hallo? Bist du da drin? Ich sehe dich. Mann, der soll weggehen. Der nervt. Was macht er denn da? Ja. So, Prost zusammen, ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen. Sieht gut aus. Egal, hab's jetzt bestellt. Ja, Glückwunsch, Evil Dream. Freut mich, dass ich da jemanden... Lauf! Dass ich da jemanden überzeugen konnte von... Lauf doch! Oh. Ah, Hauptsache, sie hat die Flasche Wein in der Hand. Erstmal einen Schluck aus der Pulle. Was? Ist es jetzt die Terminator 2 Szene? Speicherpunkt? Ich würde gerne speichern. Ja. Ah. Ja. Haben wir denn jetzt schon einen Namen gefunden für sie? Weiß ich gar nicht. Oder für ihn? Weiß gar nicht, ob es ein I, ein sie oder ein er ist. Ein ihn, wollte ich jetzt gerade schon sagen.
Ja, Ladies and Gentlemen, ich schaue mal gerade spontan auf die Uhr und ich muss sagen, ja, wir haben es echt gut gemeistert. Snowball! Ja, das soll es auch für heute erstmal gewesen sein mit der Let's Play Live Show. Ich bedanke mich an alle Zuschauer, die da gewesen sind, auch die jetzt noch da sind und die vielleicht vorhin da gewesen sind, abgeschaltet haben. Ich finde es echt klasse, dass ihr mich hier so unterstützt und dass ihr dabei seid und euch das fasziniert, hier zuzusehen. Wir werden morgen natürlich hier an dieser Stelle mit Evil weiterspielen, so gegen 22 Uhr. Morgen ab 20 Uhr spielen wir die zweite Episode von Life is Strange. Da sei nochmal vorausgesagt, das Spiel ist leider Gottes Namen auf Englisch und ihr kennt meine Englischkenntnisse, so wie ich es auch bei der ersten Episode gesagt habe, die sind nicht überragend. Ich versuche es, so gut es geht, mich da zu entscheiden und zu erklären, so ein bisschen, was ich verstanden habe. Ihr könnt ja selber dann auch ein bisschen, falls ihr besser Englisch könnt, das vielleicht versteht ihr das auch ein bisschen besser. Wie gesagt, morgen 20 Uhr geht es dann weiter mit Life is Strange, die zweite Episode, und ab 22 Uhr bis dann 0 Uhr oder Open End, je nachdem, vielleicht machen wir morgen ja sogar länger, ein bisschen Überlänge, sehen wir uns dann bei The Evil Within, dem DLC, wieder, und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen restlichen, ja gut, Freitag kann man ja nicht mehr sagen, wir haben ja schon fast Samstag. Wir sehen uns also dann morgen wieder um 20 Uhr Let's Play Live Show. Bis dahin, tschüss.